Hier haben wir, glaube ich, gegen die Ritter gekämpft gehabt. Gegen die zwei, die den Schlüssel getroppt haben. Hier war nichts mehr Nennenswertes. Hier hoch kommen wir zwar, aber da kommen wir nicht weiter. Und da sind wir einmal im Kreis gelaufen, genau. Okay. Die sind unentspannt. Das merke ich schon. Die da hinten kommen hoffentlich nicht näher. Wow, 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 wow. Heiliger Bimbam. Ha, Stärke, Beweglichkeit. Nee, bei beiden nicht wirklich was. Weil sie würde dadurch zu viel Leben verlieren. Oder wohl, sie würde nur 10 verlieren, aber... Sie würde eine Rüstung verlieren. Nee. Doch, sie würde eine Rüstung. 8 kritische Chance und 8 Trefferchance. Und das bisschen Stärke reißt das Fett auch nicht mehr raus. Ja, und den Bogen, den schmeiße ich auch raus. Ich glaube, der bringt uns auch nichts. Der lag da einfach nur rum. Da ist ein Trupp und da ist ein Trupp und da liegt ein Skelett. Okay. Hi. Schön, dass ihr uns nicht bemerkt. Auch wenn es Mana-Verschwendung ist, wir müssen da ordentlich reinhauen. Okay, du brauchst den Flammenschlag nicht mehr. Der hat genug Schaden rausgehauen. Gut. Hier ist wieder meine Tür. Wow, okay, die Jungs könnten ein bisschen unschön werden. Wisst ihr was? Wir hauen mal ein bisschen mehr Damage raus. Für den Balk. Wow, okay. Ich glaube, für den warte ich, dass wir voll geheilt und alles sind. Hehehe. Und ich glaube, ich spam dann ein paar mehr Heilungen statt Regenerationen. Naja, wir sind nicht voll geheilt.
Das da ist auch noch nicht abgeklungen. Ich helfe mal bei der Heilung ein bisschen nach, weil die Mana, ihre Mana-Regeneration geht, glaube ich, etwas schneller, ja. Als der ihre Heilung. Okay, er ist fast tot geprügelt worden. Nicht gut. Jetzt wird auf sie übrigens eingeprügelt, weil er seinen Donnerkrach nicht raushauen kann. Da, jetzt kann er es raushauen. Sehr gut. Ein Ring, der nicht viel bringt. Nee, nicht wirklich. Ihr seid nur ein Bulk-Soldaten. Und hier geht's auch nirgends lang. Einfach mal wieder ein bisschen passiv heilen. Okay, die sind schnell. Noch hast du die Aufmerksamkeit von ihnen. Jetzt ist die Aufmerksamkeit überall. Nur nicht beim Tank. Jetzt ist die Aufmerksamkeit wieder beim Tank. So. Das finde ich interessant. Bist du ein Energiefeld oder ein Teleporter? Du bist ein Energiefeld, okay. Das hat die Tür auf der anderen Seite aufgemacht, wenn ich richtig gehört habe. Der Stein sieht ein bisschen komisch aus. Ja, das hat die Tür hier aufgemacht. Sonst sind hier keine Hebel. Das hier sieht auch recht komisch aus. Aber das wird wahrscheinlich wegen den Metallbeschlägen sein. Ja. Keine Knöpfe, okay. Das heißt, mein einziger Weg im Augenblick ist der hier.
Momentchen mal. Ich bin wieder im Mittelgang. Ist in dem Moment hier jetzt gerade... Abgesehen davon, dass mich die Musik gerade ein bisschen irritiert, nervt. Wünschte ich, ich hätte eine Map. Okay, das war ein Satz mit X. Weil das öffnen wir von der anderen Seite, ja. Und abgesehen von dem Hebel, der das Kraftfeld wegmacht, haben wir hier nicht wirklich was gefunden. Kette zum Dranziehen, noch ein Horke. Und nur der Knopf, der die Tür da drüben öffnet. Aber das führt nur hierher zurück. Und hier waren wir schon. Mhm. Hier waren wir noch nicht, oder? Tatsache, hier waren wir noch nicht. Erstmal der Hebel, weil das hier kommt mir verdächtig bekannt vor, ja. Das ist wieder der große Raum. Okay, was ist hinter Tür Nummer 1? Du bist ein Elite, okay. Ich sag mal tschüss. Ah, hi. Also der bringt uns gleich um, wenn ich nicht aufpasse. Das hat nichts gebracht, okay. Okay, das ist gemein, dass der uns gleich direkt frech anglotzt.
Und wir und uns beballert. Da war der Ritter drin, okay. So, den unterbrechen wir gleich mal. Also was machen wir so? Doch so rum. Aber gleich zwei Heilungen hintereinander. Autsch. Okay. Feuerbolzen ausweichen ist leider auch nicht möglich. Den kriegen wir definitiv nur mit jeder Menge Ressourcenverbrauch tot. Na komm. Okay, da bist du. So. Gleich mal das einschalten. Eine Hastfiole auf dich und eine kritische Trefferfiole auf dich. So, mach einen Schwanzschlag, der tut nicht ganz so sehr weh. Ihr macht hiermit weiter und hiermit. Okay, er wird gleich draufgehen, wenn er nicht aufpasst. Aber ich glaube, wir kriegen ihn diesmal tot. Gott sei Dank. So, das ist ein Helm eigentlich für unseren Tank. Und hier ist ein Hebel. Ich nehme mal an, der hat ein Kraftfeld abgeschalten. Ich hoffe es mal. Von hier aus kann ich ihn nicht angreifen.
Von hier aus aber. Okay, das Fetzen habe ich nicht mehr unterbrechen können. Wieder auf unseren Main Tank. Was heißt so ein Main Tank? Es ist der einzige Tank, den wir haben. Ich will ja nichts sagen, aber der war leichter. Das macht Hast und Ausdauer, also vielleicht was für dich. Einfach mal. So, und hier ist sonst nichts mehr. Dann hoffe ich mal wirklich, dass das macht, was ich denke, dass es macht.